mich kennen möchten, weil ich so viele pinke Haare habe. Mein Name ist Kate Evans. Und da ich gerade sehr viel Zeit habe, weil meine Musikkarriere so ein bisschen ins Stocken geraten ist, habe ich überlegt, ich habe ein großes Wohnzimmer mit schönen weißen Wänden. Ich mache einfach einen monatlichen, einen monatlichen Pool. Das war super. Einen monatlichen, wie nennt es sich neudeutsch? Vlog. Und zwar, ich komme aus dem Sauerland und was können wir am besten? Wir können lachen, wir sind sehr herzlich, wir retten jeden Regenwurm von der Straße und wir können gut trinken. Deswegen habe ich mir überlegt, ich werde eine Sendung ins Leben rufen, monatlich, wenn es geht, mit ganz tollen Gästen, jeweils einer pro Sendung. Und zwar heißt die Sendung Ein Schnaps, ein Lied mit. Und in der ersten Sendung, die ich heute feierlich ins Leben rufe, habe ich meinen allerbesten Freund und einen ganz wunderbaren Künstler eingeladen. Ich bin so froh, dass er Zeit hat, hier zu sein mit mir in Bramfeld im Wohnzimmer. Und zwar der großartige Steff! Schön, dass du da bist. Der Steff, wer kennt ihn nicht? Das würde mich auch wundern, wenn ich ihn fragen würde. So. Als allererstes natürlich... wir nennen die Sendung Ein Schnaps, ein Lied. Ach, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Natürlich muss mein Gast seinen Lieblingsschnaps mitbringen. Und am Ende der Sendung, wenn wir schön einen Tee haben, dann singen wir des Gastes Lieblingslied. Der Lieblingsschnaps vom Steff ist... Das wäre ein Helbing. Ein Helbing. Hamburger Helbing. Aus Versehen habe ich den hier. Guckt einmal. Dieser Stunden, kann das sein? Ja, ich aber auch. Wir himmeln so doof rum, ne? Läuft. Ist der Helbing. Ist der nicht aus Hamburg, oder? Helbing, ich glaube, Hamburgs weißer Kümmel. Ich weiß es nicht, ich sage immer. Guck hier, Hamburger Traditionsmarke. Wunderbar, er ist noch taufrisch. Bewegt mich doch bitte nicht so. Bin ich das? Ich darf mich tatsächlich nicht bewegen. Das quietscht ein bisschen. Das ist von der Oma. Ich schenke mal einmal ein, schön, dass du ausmachst. Herrlich. Also die Gläser sind vor allem, also was sie da wieder aufgefallen haben. Ist das nicht herrlich? 813. Aber tatsächlich noch von der Titanic, ne? Da hatten wir so schöne Ausstattung. Die hatten solche Gläser. Wirklich? Für alles. Ich will mich nicht bewegen. Ne? Nee, warten Sie mal, können wir uns kurz zurechtrücken? Ja. Wir gehen einmal laut, ganz kurz und dann drücken. Wessen Stuhl ist es denn? Niemandens. Meiner, mein seiner. So, jetzt. Weil ich habe ja auch abgenommen. Vielleicht sind es da. Ah! Unter 70 Kilo. Darauf trinken wir. Darauf trinken wir. Prost. Prost. Auch für lieben Steff. Prost. Danke für die Einladung. So sehr gerne. Na. Bramfeld, das ist ja wirklich um die Ecke. Ne? Also, man denkt mal, Bramfeld sei sehr weit. Einfach nur aus dem richtigen Bus aufsteigen. Wunderbar, lieber Steff. Für alle, die ihn komischerweise nicht kennen, Steff ist Musical-Darsteller. Was möchtest du? Ist Schlagersänger irgendwie auch. Überhaupt wunderbarer Sänger. Und absolut. Aus Devon Horse kommt er auch noch. Ja, dass du das jetzt erwähnst. Einmal, wie ist so eine Kindheit in Devon Horse? Also man weiß, auf sich aufzupassen. Man weiß, wie man sich schützen muss. Du passt auf vor den Gefahren des Lebens. Ernsthaft? Ja, das sind ja wie Frankfurt am Main. Delmenhorst, das muss man für alle, die es nicht wissen, dazu sagen. Delmenhorst war auf der Kriminalitätskrimi. Das ist auch schwer. Kriminalitätsstatistik. Jahrelang auf Platz 1 noch vor Frankfurt. Dein Ernst? Ist wirklich wahr. Was ist denn da los bei uns? Das können jetzt alle wirklich einmal nochmal googeln, das ist wirklich wahr. Und da bin ich aufgewachsen und trotzdem ist ja irgendwie noch was aus mir geworden. Ich bin im Bramfeld angekommen. Ich kurz auf mich nachhaken. Sind da Morde passiert? Ist da Drogendelikte? Prostitution? Aber warum müssen Sie das jetzt so in Frage stellen? Also letzten Endes... Okay, es lag an den Fahrraddiebstählen. Aber dass Sie das jetzt... Warum müssen wir das noch... Hätten Sie nicht gefragt, wenn das jetzt ganz CSI Damonhaus ist. Investigativer Journalismus hier in Bramfeld. Und dann hast du irgendwann gemerkt, aus irgendeinem Auslöser heraus, welcher war das noch, dass du Sänger werden möchtest? Also ich glaube, mich zurückzuerinnern, dass es Linie 1, das Musical war, ja. Was ich damals im Fernsehen gesehen habe. Und, wie alt warst du? Ungefähr, das war vor kurzem, so 12, 13. Nee, ich war wirklich jung, 12, 13. Und ja. Mir war klar, als ich das gehört habe, wobei ich finde das gar nicht so gut und das sind ja gar nicht so krasse Sänger. Trotzdem dachte ich, das will ich auch. Ja, super. Und dann hast du Geld gespart für Gesangsunterricht und dann ungefähr so. Nein, also ich hatte kein Geld für Gesangsunterricht, sondern ich habe mich dann
jahrelang in Kissen geweint und dachte, ich kann mir das nie leisten, ich werde niemals ein Sänger. Und dann bin ich aber eines Tages in die Musikschule in Delmenhorst gegangen. Delmenhorst, jetzt ist es raus. Und dort traf ich den Gesangslehrer und der hat gesagt, ich unterrichte dich kostenlos. Das gibt's doch gar nicht. Hat das gemacht. Den musst du ja eigentlich jetzt immer noch jede Woche anrufen und irgendwelche Bonbons. Ich kann ihn grüßen. Darf ich den grüßen? Bitte, grüße unbedingt. Michael Müller, ich grüße dich. Danke, danke, danke. Ich würde hier bei Kate Evans nicht sitzen ohne dich. Der heißt Michael Müller. Michael Müller, tatsächlich. Das ist kein Pseudonym à la Max Mustermann. Das ist tatsächlich ein Pseudonym. Der arme Mann. Das ist natürlich... Ich grüße an dieser Stelle auch. Ich habe seit fortan, ich singen wollte, dafür bezahlt. Nicht zu knapp. Michael Müller? Nein, aber auch den ganzen Gesangslehrer. Wir kommen ja aus dem Sauerland, da hatten wir nichts außer ein großes Herz. Und wir hatten natürlich auch Alkohol. Apropos einmal noch einen Schnaps, ein Lied. Alle, die jetzt gucken, holt einen Helbing. Alle haben gerade noch Helbing im Kühlschrank. Also wenn jetzt jemand einen Helbing im Tiefkühler. Ruft an, ist ja live quasi. Ne? Ruft an zwischendurch. Wir freuen uns auf Zuschauerfragen, live per Telefon. Ach, lecker. Was ihr nicht wisst, wir hatten schon 3 Takes. Und haben dementsprechend gar keine Idee. So. Und jetzt wissen wir, dass du Sänger bist und natürlich ganz toll singen kannst. Das kommt am Ende nochmal, wenn du das unter Beweis nimmst. Über den Spannungsbogen. So, in meiner Show wird es natürlich auch ein paar strikte Regeln und ein kleines, sagen wir, eine Agenda geben. Es ist nicht nur Interview, sondern auch mein Gast muss seinen Lieblingswitz erzählen. Sollte ich nicht lachen, musst du einen Schnaps trinken. Wenn ich so lachen muss, weil der so unglaublich großartig, grandios, witzig ist, dann trinke ich einen Schnaps. Und Steff, wir warten alle. Dein Lieblingswitz. Und ich versuche nicht zu lachen. Das ist gemein, das ist gemein. Das stimmt. So kurz für den Witz. Okay. Der Schäfer und... Schon lachen. Ja, okay, dann... Ich brauch gar nicht mehr. Warte. Der Schäfer und seine Frau, also der Schafschäfer und seine Frau, liegen in der Hütte im Bett, ne? Sozusagen. Und draußen am Fenster steht einer und flüstert durch das Fenster hinein zu dem Schäfer. Schäfer, jemand fickt deine... Darf man das sagen? Nein, darf man natürlich nicht. Schäfer, jemand fickt deine Frau. Und der Schäfer horcht auf und denkt so, das ist ja verrückt, was ist da los? Ne? Schläft aber wieder ein. Ein paar Minuten später, als er eingeschlafen war, sagt wieder jemand von draußen, Schäfer, jemand vögelt deine Frau. Ne? Schäfer denkt, was ist da los? Ne? Heucht, schläft wieder ein. Nächsten Moment, Schäfer, jemand fegt deine Frau. Denkt der Schäfer, jetzt reicht's ja. Ne? Und in dem Moment zieht er sich an, geht raus, ne, rings um die Hütte rum, zu diesem Fenster, wo das mal reingerufen wird. In der Zwischenzeit ist der das von draußen reingerufen hat, hinten rum in die Tür rein und fängt an, die Frau zu vögeln. Ne? Guckt der Schäfer von draußen rein und sagt, stimmt, von draußen sieht das wirklich so aus. Ich bin ganz entrüstet, der war. Okay, ich trinke schon. Ich habe den falsch erzählt. Ja, das war jetzt. Der war wirklich gut. Der auch mir wurde, geschuldet. Darf ich dazu erzählen? Mir wurde erzählt, nichts Politisches, nichts Homophobes, nichts gegen Tiere, nichts gegen Kinder. Homophob, sehr gerne. Homophobes. Keine Kinder, keine Tierwitze. Also Tiere, wo ganz doof, schlimm. Also ich habe getrunken. Dankeschön. Wenn irgendjemand kommentieren, ob es euch gefallen hat, ob ihr Änderungsvorschläge habt. Ich hätte lachen können aus Sympathie zu dir, aber habe es nicht getan. Danke. So, prima. Ich habe eine weitere Rubrik, die ihr alle noch nicht kennt, der Steff aber auch nicht. Ich habe 6 Fragen an mir ausgedacht. Und zwar das sind eher Aussagen, die du bitte ergänzen möchtest. Und das ist natürlich spontan, weil du mich ja noch gar nicht kennst und die Sendung auch nicht. Wüsste ich sehr gerne, wo habe ich es hingeschrieben. So, warten Sie mal ab. Ach du je. Hier, Zahnpasta muss ich kaufen, Duschgel muss ich kaufen, Creme muss ich kaufen. Ist das schon eine Aussage, auf die ich reagieren sollte? Ach, das ist live, ne? Einen Moment. Ich liebe Vorbereitung. Ich liebe Vorbereitung. Wir können auf Toilette gehen. Ah, so. So, lieber Steff, nicht lange nicht lange überlegen. Einfach frei von der Label weg antworten. 6 Fragen an Steff. Erstens. Ich habe ja leider nichts mehr zu trinken, aber ich antworte. Konzentriere dich, es ist anspruchsvoll. Erstens, wenn ich Jesus treffe, möchte ich... Dieses mit dem über Wasser gehen, das würde ich ganz gerne eruieren. Wie ist das geschehen und warum und wie könnte ich das rekonstruieren in dem Moment? Fantastisch, sehr, sehr schlau. Zweitens, an Kate Evans fasziniert mich am meisten... Also an Kate Evans fasziniert mich am meisten, dass sie seit ich sie kenne laut, pink, qualitativ sehr hochwertig ist und dass sie das durchzieht und trotzdem
so menschlich geblieben ist. So menschlich. Ich bin so froh, dass du mich gefordert hast. Ich wollte eigentlich genau das sagen. Ich bist so lieb von dir. Wirklich? Ich bin auch auf dem Boden geblieben, muss man sagen. Ich hätte jetzt fast eine Geschichte dazu. Nein. Man kann es später machen. Drittens. Florian Silbereisen ist... Sehr nicht so gut aussehend wie andere, aber... Findest du ihn hässlich? Nee. Ja, inzwischen nicht mehr, ne? Aber der war mal nicht so gut aussehend. Mhm. Nee, aber der hat's drauf schon. Der weiß, wie man es macht und der hat gute Connections. Also Florian Silbereisen ist? Ist Ficke Lynch. Ist aus Delmhorst, ne? Heißt das nicht von einfach so, der hat's drauf? Peach heißt Peach, das Peach, Peach, der ist Peach. Wunderbar, konzentriere dich weiter. Frage 4. Wenn all meine Taten für die nächsten 24 Stunden straffrei blieben, würde ich? Ganz viel Helbing natürlich stehlen in all den Läden der Stadt. Ich würde, ach nee, das ist ja jetzt nicht mehr. Ja, mach mal was, also wirklich, was würdest du machen, wenn du wüsstest, du musst niemals in den Knast? Das darf man dir nicht doch sagen. Doch, was musst du das dir sagen? Das darf ich sagen, nein. Du hast mir gesagt, keine Kinder, keine Frauen, keine Schwarzen. Hauptsache keine Tiere töten. Der Rest ist mir wurscht. Nein, ich würde niemanden töten. Was würdest du denn machen? Ich würde ganz viel Helbing klauen und ich würde in die Alster pissen. Ich frage noch einmal, wenn all meine Taten für die nächsten 24 Stunden straffrei blieben, würde ich... Jemanden töten. Wen? Muss ja nicht, der... Aber du wolltest, dass ich sage, jemanden töten? Nee, ich, aber hast du nicht so, so einen großen Hass auf. Frust auf Menschen, die die Welt so schlecht machen, wie sie gerade ist? Oder die ich würde auch... ich war ja lange als Musical-Darsteller, sehr erfolgreich, wie viele von euch wahrscheinlich wissen. Ich würde viele Produzenten, mindestens zwei wüsste ich, die ich töten würde, so. Die mich nicht bezahlt haben. Siehste, deswegen musst du das ja Sinn machen. Ne? Es geht doch. Fünfte. Immer wenn ich mit meinem Latein am Ende bin, dann... Spreche ich Spanisch. Siehste, das ist sehr lustig gewesen. Aber sie haben nicht gelacht. Ein Schnaps, ein Song, ein... Das ist die Regel, ist nicht nur für den Witz. Für die Witze-Section. Letzte Frage, die spontane Fragerunde. Sechstens, ich bin am glücklichsten, wenn... Ich mit Ihnen zusammen sein kann und einfach mal die Sau rauslassen kann. Das kann man mit ihr gut. Ist das wirklich wahr? Süß ist aber süß. Ja. Oh Gott, jetzt kommen wir ein bisschen... Ja, wir kommen ein bisschen in die Tränen. Ja. Das ist aber wunderbar. Prima. So, nächste Runde haben wir abgefrühstückt. Was kommt noch? Was wir in den nächsten Jahren zu schätzen wissen, weil ist meine Spielerunde. Und zwar werden wir eigentlich ein Spiel spielen... Wie aus dem Kindergarten. So schön anspruchslos, sehr spontan und ganz aus dem Leben gegriffen. Und zwar werden wir spielen, was bin ich? Das sagt dir was? Ja, mir sagt das was. Du bist ja eine Person oder ein Charakter aus einem Buch oder eine wahrhaftige Person oder einen Gegenstand ausdenken für mich. Gegenstand auch? Ja, wir machen hier fortgeschrittene. Das hättest du nicht sagen dürfen. Und zwar kriegst du einen Post und schreibst dir auch, wer ich sein dürfte. Und ich habe auch schon was für dich. Und dann spielen wir das für euch, die noch nicht eingeschlafen sind. Aber hieß die Sendung nicht ein Schnaps an? Also ich würde mich ja freuen, wenn es mehrere Schnäpse gibt. Yeah. Aber ich wollte das Konzept. Ich schreibe in der Zwischenzeit, wer ich neu einschalte. Darf ich das dann in die Kamera halten, damit schon mal alle das wissen? Das darfst du tun. So, da bin ich ganz gespannt. Ich gucke auch gar nicht hin, wer ich einschenke. Ich bin genauso kurz wie du. Nee, ich glaube. Darf ich das in die Kamera halten? Ja, ich weiß nicht, ob man das zoomen kann. Wo ist denn hier die. Hier ist eine Kamera, die mich. Wo ist das Kamerakind, Holger? Du könntest es mir auch nicht. Darf ich das an die Stirn? Aber das wäre so schade, weil sie haben so eine reine Stirn. Ja, Botox, ne? Ich sag immer, man ist so alt. Man ist immer nur so alt, wie man sich spritzt. Ja, das ist voll lustig. So, ich habe auch was für dich. Und sie haben schon wieder nicht gelacht. Alles gut. Ja. Ich konnte nur verlieren bei dem Witz vorhin. Jetzt bin ich gespannt. Ja, das kann es auch sein. Ich bin ja Profi in diesem Spiel. Darf ich Sie ganz... Was glauben Sie, wie viele Zuschauer sind noch dran und wie viele haben abgeschaltet? 500. Ja, 500. Das ist, wenn wir nichts haben, haben wir unsere sympathische Art und unser großes Lachen. Und ich habe zwei Leuten Bescheid gesagt, dass wir online sind. So, also, es gibt mindestens zwei Freunde. Hallo Henning, hallo Tim, ihr seid auf jeden Fall dran. Ich kenne dich, aber ich kenne Tim nicht. So. Ja, ich bin auch ganz gespannt. Aufregend. So eine speckige Stirn. Bitte gar nicht. So. Einzig du bist der Gast, darfst gerne anfangen. Bin ich männlich? Hat das jeder gesehen? Bin ich männlich? Dann geht's schon los, ne? Ja. Oh, ja? Super. Ja, bin ich auch im Boot?
Bin ich politisch unterwegs? Auf gar keinen Fall. Ich bin eine Frau. Natürlich. Ich bin eine erfolgreiche Frau. Ja. Ach, du, bin ich. Doch, das würde ich schon sagen. Nee, bin ich nicht ich? Achso, nein. Okay, dann bist du dran. Achso, ich bin dran. Männlich, nicht politisch unterwegs. Ich bin Sänger, selbstverständlich. Nein, auch gar kein Fall. Ach, verdammt. Ich bin eine Sänger, ich bin eine Schauspielerin. Nein. Es ist live. Ihr könnt jetzt anrufen und Tipps ins Studio funken. Ich würde mich sehr freuen. Ich stehe auf dem Schlauch. Weil hier ist echt ja, genau. Ich bin kein Sänger, ich bin kein Politiker, ich bin Schauspieler. Nein. Ich bin eine ich bin eine Frau. Ja. Eine deutsche Frau. Ja. Eine Frau jenseits der 30. Ja. Das schließt mich natürlich aus. Ja, schade. Ich bin im Funk und Fernsehen zu Hause. Ich würde jetzt, ja, zu Hause, ja, in letzter Zeit auf jeden Fall, mehr als ja, sind dann auch. Ich bin einer von diesen CDE-Promis, die aus irgendetwas, aus einer... Nee, das würde ich jetzt nicht sagen, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin kein Sänger, ich bin kein Schauspieler, ich bin kein Politiker, ich bin Sportlehrer. Nein. Deutsche bin ich. Ich kann nicht singen. Richtig? Davon gehe ich aus. So. Wenig, aber ich bin trotzdem präsent im Fernsehen. Wenn ich jetzt sagen würde, Sie können wenig, das wäre... Also, ich lasse es mal durchgehen. Was ist der? Ich... ach, du Jemine. Ja. Aber ich singe auch. Nein, ach, gar keinen nicht. Fall. Ich bin gut aussehen, natürlich. Nein. Doch. Ich komme aus Hamburg. Also wenn man an mich denkt, denkt man auch an eine Message. Dann hat man schon im Kopf, dass der steht. Ne? Ja, tausendprozentig ja. Ich esse gerne. Na, schwierig zu sagen. Du hängst mit Essen zusammen. Ich hänge schon mit Essen zusammen. Ja, du hängst mit Essen zusammen. Und ich habe rote Haare und bin Ronald McDonald. Nein, aber nicht so schlecht. Nein, also eine Frau, keine Schauspielerin, keine Sängerin, keine Moderatorin. Bin ich Moderatorin? Ich bin Moderatorin. Sie moderieren, glaube ich. Meines Wissens moderieren Sie auch eine gewisse Sendung, die Sie aber, glaube ich, noch nie gesehen haben. Gucken Sie an. Aber bei den privaten Sendern natürlich. Ich glaube, nein. Was für Öffentlich-Rechtlichen moderiere ich, was ich noch nie gesehen habe? Ich trinke schon mal. Also ich bin ziemlich intellektuell. Achso, Sie haben Nein gesagt, also ich bin nicht Ronald Mac, das ist ein Raus. Entschuldigung, nochmal, bei Öffentlich-Rechtlichen moderieren. Ich denke schon. Ach, okay. Ich denke schon. Also, ja. Ich bin nicht Ronald McDonald und ich transportiere trotzdem eine Botschaft. Auf 1000% ja. Und ich habe etwas mit Essen zu tun. Ja, 1000%. Super. 1000%. Hat es was mit Tierschutz zu tun? Nein. Oh, das wundert mich. Aber Essen und Tierschutz? Ja. Nee, Essen und Message ist schon mal ganz geil. Da könntest du dich ein bisschen dran aufreiben. Ich moderiere, was ich noch nie gesehen habe, in den öffentlichen Sendern. Ich bin jetzt 30, auf jeden Fall. Ich habe braune Haare. Nein. Ich habe blonde Haare. Ja. Als Mann mag man mich gerne. Nein, das ist ein definitives Nein. Ich denke, und da muss auch unser Backoffice lachen. Wie nennt man das eigentlich? Backoffice? Wie nennen Sie das Regine. Hier? Die Regie. Boah, die Regie lacht. Die Regie nicht. Nee, die Wände mögen Sie nicht. Ich bin, ich muss tiefer denken. Tiefer, also weg vom realen Menschen. Ich bin kein Mensch. Richtig. Ich bin kein Mensch. Ja. Ich bin bei Kindern beliebt. Ja. Ja, Kinder kennen mich. Kinder kennen Sie, ja. Kinder kennen mich. Aber... Darf ich eine Frage außer der Wertung stellen? Ja. Ich bin jetzt nicht Karius und Backbord. Doch! Nein! Doch! Wie toll! Ich trinke. Wer bin ich denn? Karius oder Backbord? Das ist Backbord! Aber Sie sind doch im Spiel. Sie sind doch im Spiel. Wie
geil finde ich. Karies ist roter. Sie sind auch ein Spiel. Ist wie Max und Moritz, ne? Der eine hat rote, der eine hat dicke Backen und braune. Der eine ist hässlich, der andere ist gut aussehen. Das ist doch immer so in diesen Sendungen. Ich bin, mein Mag, also ich bin eine Politikerin, natürlich. Ja, sie ist schon politisch unterwegs. Ich bin vielleicht Kanzlerin dieses Landes. Nein, auf keinen Fall. Ich bin, oh meine Herren, nochmal. Sie werden es vielleicht gerne. Soll ich so ein Tipps geben? Ja, bitte zu jedem sehr Tipp. Sie sind schon allen Geschlecht in der Gesellschaft sehr zugänglich. Ach, Alice Schweizer. Ja. Ah! Ein großartiger Den Großartig. Hast du mir gedacht. Den ist nicht schlecht. Sie. Diesen. Ich dachte, wenn eins passt, dann, oder auch nicht, dann komplett gar nicht. Haben wir beide gewonnen. Ja. Es geht so schnell vorbei, wie immer im Leben. Ich danke dir, dass du da warst, mein lieber Steff. Aber vorher werden wir euch leider nicht wieder angelassen, bevor wir nicht noch ein bisschen singen. Und wenn jetzt abschaltet. Lieben singen. Genau. Und welches ist dein Lieblingslied, lieber Steff? Dazu muss ich kurz eine Geschichte erzählen. Ja, wir haben uns kennengelernt tatsächlich bei X-Faktor. Das stimmt. Und eines unserer Lieder, die wir auch schon mal zusammengesungen haben, in dem Zusammenhang, ist Halt dich an die Fest von Revolta. Ja, das singen wir jetzt. Und ich mach's kurz an, wir haben ja keine Stagehand. Rennt sie raus. Ich muss mal kurz hin. Die Mutti muss mal kurz hin. Und viel Spaß, singt mit. Ich liebe es, wenn man in einer professionellen Bonus. Oh, das ist fantastisch. Oh. Ja, man soll mit dir ja mit Charisma und Schaffen. Und sollten wir nicht so sauber singen, Texte drunter machen. Du hast mich lang nicht mehr so angesehen. Hast mir lang nichts mehr erzählt. Beweg dich nicht. Fotos hast du abgenommen. Bewege mich nicht. Weil irgendetwas fehlt. Du rufst mich an und sagst, du weißt nicht mehr. Weißt nicht mehr, was dich berührt. Die letzten Jahre haben dich aufgewühlt. Und ich nur noch mehr verwirrt. Halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt. Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt. Ich kann dich verstehen. Halt dich an mir fest, wenn das alles ist, was bleibt. Macht den Helden aus. Ganz genau. Was keiner weiß, wir haben den Song geschrieben. Auf jeden Fall. Ich lass das Licht an, bis du schlafen kannst. Ah, yeah. Doch du wälzt dich hin und her. Schläfst die Nächte von mir abgewandt. Bist du einsam neben mir? Ich halte mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt. Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt. Ich kann dich verstehen. Halt dich an mir fest, weil das alles ist, was bleibt. Siehst du den Weg aus dieser Dunkelheit? Bist du raus, ich bin bereit. Ja, das kann nicht alles schon gewesen sein. Ich glaub an uns und unsere Zeit. Halt dich an mir fest, wenn dein Leben nicht zerreißt. Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt. Halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt. Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt. Ich lass dich nicht gehen. Halt dich an mir fest, wenn das alles ist, was bleibt. Halt dich an mir fest, weil das alles ist, was bleibt. Halt dich an mir fest, weil das alles ist, was bleibt. Oh, das war schön. Das war ein besseres
Wenn ihr wisst, was ich mir gemacht habe, wenn ihr Schüler gewesen seid, dann war so drin. Ich war wirklich auch sehr drin und deswegen habe ich dir, glaube ich, dein Ende verkauft. Hatte ein bisschen Gänsehaut. Okay, das ist mein lieber Steff. Ein wunderbarer Sänger. Applaus für Steff noch einmal. Applaus, okay. Und vielen Dank, dass ihr diese erste Sendung von Ein Schnaps, ein Lied mit bei mir gefährt und nicht weggeschaltet habt. Und ich hoffe sehr, dass ihr beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Schnaps, ein Lied mit wieder einschaltet und mir die Treue schwört.